Wenn einer in Bayern diffus redet, dann sagt man, der redet einen absoluten Schmarrn daher. Einen absoluten Schmarrn daher mit großen Folgen redet Uli Hoeneß. Es begann damit, dass er bei der Trauerfeier von Franz Beckenbauer gesagt hat, die Rechten, die AfD haben ja nichts verloren. Herr Hoeneß auch unter ihren Mitgliedern und denjenigen, die ihre Eintrittspreise bezahlen oder die Datsen haben oder Sky oder Premiere, hier nicht Premiere, sondern Amazon Prime, sind auch AfD-Anhänger, Wähler oder Sympathisanten. Und die zahlen genauso das Geld. Also sie sollten sich politisch nicht äußern. Aber was sie jetzt wieder gemacht haben über Thomas Tuchel, man kann über den Mann streiten, aber in der jetzigen Situation, wo Bayern viel erreichen kann, Halbfinale nächste Woche in Madrid, da so reinzuhauen, da gebe ich Ihnen die große Empfehlung. Ich habe ja lange Zeit am Tegernsee gelebt, in Rottach-Egern. Sie wohnen ja mit Ihrem Riesenanwesen gegenüber vom Freihaus Brenner. Sei ihm alles gegönnt, aber ich empfehle Ihnen dringend, genießen Sie Ihre Ruhe. Herr Hoeneß, Sie haben viel für den Verein getan. Ich weiß nicht, wo Sie in Nürnberg waren. Sie haben den Laden mit 28 Millionen Schulden übernommen, Uli. Wir haben uns auch am Tegernsee schon kennengelernt. Aber hier, was hier läuft, ist eigentlich nur noch ein Riesenschmarrn. Ein Riesenschmarrn und an Peinlichkeit nicht zu übertreffen. Und dass einer nach dem anderen absagt, mit wem hat denn das zu tun? Schon mit demjenigen, der Schmarrn redet. Und was Sie machen, was du machst, Uli, ist absolut geschäftsschädigend. Das heißt also, vor so einem Spiel den Trainer menschlich so in Mitleidenschaft zu ziehen, ist einfach eine Art und Weise. Wenn man sich das umgekehrt vorstellen würde, dass jemand über Uli Hoeneß so redet, über verschiedene Dinge, da meine ich nicht die Steuer, das ist eine andere Geschichte, das ziehe ich auch nicht mehr jetzt in die Gegenwart hinein. Aber Uli Hoeneß erzählt einen absoluten Schmarrn und ist eigentlich an der Zeit, dass man sagt, Uli, bleib oben, geh in Bad Wiessee gegenüber vom Freihaus Brenner, geh mit deinem Hund spazieren, aber vermeide öffentliche Auftritte, indem du so einen Schmarrn redest. Bin gespannt, welche Ansicht ihr seid. Startet gut in den Tag und der deutsche Fußball, da wird Zeit, dass er sich mal wieder anders darstellt. Und Dortmund, super Spiel gegen Paris Saint-Germain. Ich wünsche euch für nächste Woche, genauso wie den Bayern, weil die Spieler haben das so nicht verdient. Verdienen ja genug, keine Frage. Aber ich wünsche euch viel Erfolg. Vielleicht erleben wir ein Déjà-vu 2013. War ich in Wembley dabei. Alles Gute und bis demnächst. Wir haben bald wieder eine politische Botschaft. War es ja jetzt auch. Tschüss.